Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in Greenwich, unserer kleinen Stadt. Und so langsam nehmen wir hier richtig Fahrt auf. Wir haben Landwirtschaft haben wir aufgebaut. Wir haben in der letzten Folge, also das haben wir vorletzte Folge gemacht. Letzte Folge haben wir vor allem hier unsere Wohngebiete so ein bisschen vergrößert, teils dann auch mittlere Dichte, wo doch einiges mehr an Leuten wohnen kann. Und ja, deswegen, heute werden wir mal so ein paar Versorgungssachen dazu nehmen. Wir gucken gerade mal, wie sieht es hier aus. Hightech-Unternehmen, ja, das ist halt so. Kommt noch. So, es gibt nicht genug Schulen. Ja, genau, das ist nämlich eine von den Sachen, die wir machen wollen. Das hier ist ja Krankenhaus, ne? Eine Klinik. Das hier ist ein Baseballplatz. Dann haben wir das Riesenrad gebaut. Einfach hier so ein bisschen Unterhaltung, so ein bisschen Freizeit. Und jetzt müssen wir natürlich hier auch für Schulen sorgen. Ja, sicher. Kommen wir halt nicht davon. So, das heißt, wir werden erst einmal städtische Einrichtungen, Bildung. Und da können wir dann eine kleine Grundschule, am besten hier wirklich genau zentral, damit wir wirklich hier die Wohngebiete abdecken, komplett. Muss nicht alles grün sein, es reicht auch, wenn es gelb ist. Aber, ja, es muss halt jeder irgendwie hinkommen, ne? Gut, das hätten wir. Dann brauchen wir so langsam, weil wir merken hier Abfall, also die Ressourcen, Landwirtschaft ist natürlich spitze. Und es wird auch immer besser und besser und besser und besser und besser und besser und besser. Wir können mittlerweile wieder 3 weitere Token abgeben. Ungelernte Arbeiter, da kommt ja noch was dazu. So, geben wir ab. Schon springen wir von 46.000 Gewinn auf. Na ja, gut, jetzt haben wir die Schule zwischendurch gebaut auf 55. Aber auch die Schule, das ist da jetzt schon mit reingerechnet. 1.000 Betriebskosten, also passt soweit. So, weil das eine Menge Geld ist, die wir verdienen und das eigentlich auch recht schön ist, aber wir müssen zusehen, dass wir hier jetzt auch mal selber an unsere Rohstoffe gucken. Das heißt, wir müssen... So, was haben wir hier? Budget 1, Budget von 500.000 erreicht, wunderbar. Also es sieht alles sehr, sehr gut aus, aber wir müssen natürlich auch an unser Wachstum denken und nachhaltig denken. Deswegen wollen wir jetzt mal... zusehen, dass wir jetzt mal so selber unsere Versorgung machen. Wie zum Beispiel hier vorne, da ist es ja sowieso ein bisschen, nee, hier noch nicht. Hier ist es erst ein bisschen schmutzeliger oder wird es gerade. Das heißt, wir werden hier mal Strom. Was haben wir da? Windrad, Blödsinn, bringt gar nichts. Also bringt schon was, aber naja, produziert jetzt nicht so viel Strom. Wie zum Beispiel ein kleines, feines Kraftwerk. Und das stellen wir hier mal hin, weil hier haben wir sowieso Industrie, da juckt es keine. Zack, haben wir das. So, das nächste, was wir brauchen, wäre zum Beispiel unser eigenes Wasser. Gehen wir mal rauf. Hier können wir Wasser, was ist das hier genau? Eine Wasserpumpe können wir bauen. Geht aber auch nicht überall, müssen wir mal gucken. Haben wir hier ein Gebiet? Ja, hier unten, genau, hatten wir schon mal geguckt. Das heißt, wir können hier Wasser anbauen. Und das würde ich sagen, das machen wir mal. Schön mittig zentral hier. Zack, und dann haben wir hier, geht das weg. Da wird dann auch nichts mehr nachkommen. Hier könnten wir theoretisch direkt noch ein zweites hinbauen. Ja, warum nicht nur theoretisch, ne? Aber ich glaube, noch brauchen wir es nicht. Wir müssen natürlich eine Straße dahin bauen. Das ist klar. Deswegen nehmen wir uns hier mal den unteren Zipfel. Mal so ein bisschen gerade runter. Dann hier so schön rein. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier rankriegen. So. Müsste reichen, ne? Ja, müsste reichen und reicht. So, dann ist das Ding auch dann quasi Water Pure? Oder was steht da? Ja, Water Pure. So, dann ist das jetzt nämlich auch schön verbunden. Alle sind happy. Und ja, das nächste, was wir brauchen, ist dann, weil wir werden hier nach und nach wird der Kraftstoff nämlich runtergehen. Dem müssen wir nämlich so ein bisschen entgegenwirken. Ja, nicht nur nach und nach. Kraftstoff ist nämlich jetzt schon mittlerweile ein wenig zu wenig.
Deswegen gehen wir mal wieder auf den Handel. Da müssen wir uns jetzt erstmal aushelfen. Zack, dann sind wir wieder bei 0. Landwirtschaft können wir wieder ein abgeben. Ergebnis geht von 51.000 auf. Haben wir Gewinn oder Verlust gemacht? Na, vielleicht ist es auch, bleibt es auch gleich. So. Ja, bei dem Kraftstoff müssen wir dann natürlich zusehen, dass wir da handeln. Und da würde ich mal sagen, dass wir uns dann mal... Ich werde hier eine separate Straße hier mal bauen, weil da, hier war ja hier oben direkt, ne? Gucken wir das eben nochmal an. Ah, ich glaube, das war der obere Zipfel hier ziemlich genau. So. Können wir uns hier mal eine Straße nehmen. Ich werde hier separat daneben bauen, damit hier nicht der ganze Verkehr denn hier auch noch bei den Fabriken dann ist. So, dann lieber so. Wir können die auch direkt verbinden. Ich bezweifle, dass da jemand irgendwie langfahren möchte, aber naja, kann nicht schaden. So, ein weiteres Tor. Nein. Ich wollte das nur schließen. So. Und jetzt gucke ich mal. Grundversorgung, Wasser haben wir. Abfall, Kraftstoff. Ölfeld. Oh ja. Oh, das ganze Ding hier. Größer als ich dachte. So, das heißt, wir bauen hier mal so richtig, verpesten hier mal richtig alles. Richtig schön hoch hier. Oh, wird dann wohl zu teuer. Immer noch zu groß. Immer noch zu groß. Oh Mann. Im Ernst? Ey, im Ernst? So, das ist scheinbar alles. 15.000. Mal gucken, was das monatlich jetzt uns an Geldern wegnimmt. Statt 53.000 sind es jetzt 50.000. Und wir können theoretisch sogar zwei machen, weil wir es können. Wir können es uns erlauben. Auf zwei Beinen steht man besser. So, sind wir bei 47.000. Also, das Ganze kostet natürlich hier Geld. Aber jetzt können wir hier auch, haben wir wieder Arbeitsplätze neu geschaffen. So, was ist das hier? Irgendwas zu viel? Landwirtschaft, ah, guck mal hier, da, die dreht gerade richtig auf. Kraftstoff haben wir jetzt mittlerweile auch viel, sodass wir hier dann natürlich auch wieder beim Handel wieder reagieren können. Soll heißen, Landwirtschaft, geben wir zwei ab. Kraftstoff, keine Ahnung, geben wir, machen wir erstmal wieder auf neutral. Und dann geht es wieder von 46.000 hoch auf 55.000. So kriegen wir dann halt wieder frisches Geld für unsere Stadt. Gut, so, dann haben wir das auch. Mülldeponie, ja, auch nicht ganz unwichtig. Ich schaue mal eben ganz kurz Kraftstoff, Raffinerie. Ach, guck an. Gibt es da noch mehrere? Also ich glaube, dann baue ich nochmal ein drittes. Wir können hier entweder hier oben oder halt hier in der Mitte nochmal. Ich glaube, ich gehe da runter. Hä? So, jetzt geht's. Also gehen wir mal hier so runter, zack. Dann Grundversorgung, Kraftstoff. Dann können wir hier unten nämlich nochmal. Nicht zu groß, sonst meckert der ja wieder. So, wie jetzt, was? Wieso macht er das jetzt nicht? Müssen wir hier ran vielleicht? Ja, so. So, dann haben wir jetzt hier unsere drittes Dingens. Aha, 50.000. Okay, also war noch eine zweite Bedingung, aber wie gesagt, schaden kann es nicht. Jetzt haben wir hier Ölfelder. Ja, Landwirtschaft sind wir schon bei 16, Kraftstoff, okay, aber da warte ich erstmal ab. Will da jetzt auch nicht wegen jedem einzelnen Token dann immer rübergehen.
So, was aber noch fehlt, hier vorne können wir ja jetzt quasi, ja, lohnt es sich, also nur noch hier oben, aber das, was hier jetzt dazwischen ist, da können wir ja jetzt theoretisch Mülldeponien machen, weil wenn wir hier eine Umweltverschmutzung machen, dann können wir auch richtig. So, ich guck grad mal. Gibt's da Unterschiede? Schrottplatz, Mülldeponie. Machen wir mal eine große Mülldeponie. Ist zu groß. Na gut. Dann halt eine kleine Mülldeponie. Okay, dann eine sehr kleine Mülldeponie. So, und dann meinetwegen nochmal hier. So, und weil es so schön ist, machen wir dann nochmal mehr. Auch wenn es natürlich Geld kostet. Aber was kostet denn bitte kein Geld? So. Und Schrottplatz, weil ich jetzt nicht weiß, wo da jetzt da genau der Unterschied ist, bauen wir halt noch einen Schrottplatz hier hin. Die Ludolfs werden sich freuen. So. Und dann wird hier richtig verpestet jetzt. So, und wir nehmen jetzt auch beim Öl, nehmen wir jetzt hier gar keine Ressourcen irgendwie weg, weil wir ja mitten hier drin bauen. Hier kann man ja da und dann hat man so und so und so weiter und so fort. Gut, so, wie sieht's hier aus? Hightech-Unternehmen, ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Können wir das denn schon bauen? Ansonsten wäre es ja unfair, wenn der hier meckert. Geht nämlich noch nicht. 15.000, oh, geht aber dann in Kürze. Das ist doch schon mal gut. So. So, qualifizierte. Wie sieht es denn hier aus? Also, 3% freie Stellen, 13% freie Stellen. Also, das sieht ja schon mal wunderbar aus. Keine Arbeitslosen, sondern mehr Stellen. Das ist natürlich doof für die Leute. Also ich würde fast sagen, 15.000 Grenze haben wir auch, dass wir hier nochmal so ein Wohngebiet machen und diesmal wieder mit mittlerer Dichte, aber dann halt die teureren, also die qualifizierteren. So, machen wir direkt zwei, ne? So, und dann kriegen wir nämlich wieder ein paar neue Mitarbeiter. So, was ist hier jetzt? Genau, Hightech-Unternehmen. Werde ich noch drauf eingehen, können wir aber noch gar nicht. Wobei 15.000, ich glaube mittlerweile, sollte es dann passen. Auf den Straßen regiert Angst und Schrecken. Ja, genau. Das ist natürlich auch ein Stichwort für uns. Oh, und Wasser reicht nicht. Scheiße. Das heißt, wir werden hier auch nochmal beim Wasser nachhelfen. Also. Dann werde ich nochmal die Straße hier erweitern. Bis hier runter. Und dann werden wir nochmal ganz schnell hier so eine Wasserpumpe dazu bauen. Was ist das hier? Wasserreservoir. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Wasser. Hier vorne müssen wir es wahrscheinlich noch nicht anzapfen. Ja, 5.000 Betriebskosten. Ne? Das geht natürlich richtig ins Gewicht. Ich meine, wir nehmen ja jetzt richtig viel Geld ein. Aber wir haben halt auch Hammer-Ausgaben. 62.000, aber solange wir immer mehr einnehmen als ausgeben, ist, machen wir eigentlich alles richtig. So. Was ist hier jetzt falsch? Polizeireviere, genau. Das gehört, passt eigentlich auch noch mit in diese Folge. Einzelhandel, was haben wir hier Neues? Niedrige Dichte. Na gut, brauchen wir 20.000 Einwohner für Grundversorgung. So, städtische Einrichtungen, Bildung, Sicherheit ist frei. Das heißt, wir können dann hier auch direkt ein Polizeirevier hinbasteln. Das kommt dann hier mal direkt gegenüber vom Bürgermeister hin. Dann sind wir nämlich auch sicher. Safety first. Ja, Straßen sind total verstopft. Daran müssen wir uns irgendwie gewöhnen.
aber hier ist es schon, dafür, dass wir hier ganz schön nachrüsten, ist es besser. Hier könnte man nochmal eine zusätzliche Straße hinbauen. Vielleicht auch nochmal so quer hier rüber. Mal gucken. Aber machen wir mal eben ganz kurz. Straßen sind ja jetzt zum Glück nicht so teuer. So, mal gucken, ob das was nützt. Ansonsten gibt es natürlich dann auch noch Buslinien, wo wir uns auch noch drum kümmern. Ja, nächste Folge. Ich guck gerade mal, was können wir nächste Folge machen. Also wir sind eigentlich, was die Basis angeht, sind wir eigentlich sehr, sehr gut. Stehen wir sehr, sehr gut da. Kraftstoff produzieren wir viel. Wasser sind wir jetzt wieder bei plus minus null. Das ist schon mal gut. Ja, ansonsten läuft eigentlich alles super. Kraftstoff haben wir, ja, wirklich eine Menge. Das heißt, unsere Ölfelder, die arbeiten hier auf Hochtouren. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ich denke mal, ja, nächste Folge geht es dann mit der Hightech-Industrie weiter. Und ich gucke hier auch nochmal ganz kurz. Ja, passt alles wunderbar. 7% freie Stellen, hier 1% Arbeitslosigkeit, alles gut. Dienste. Ah ja, genau. Ne, Polizei haben wir ja dazu gebaut. Also, so ist erstmal alles super. Ja, nächste Folge geht es dann weiter, würde ich sagen, mit der Hightech-Industrie. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Nächste Folge, wie gesagt, dann hier weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Jetzt sind auch oben alle Symbole grün, also perfekt. Ja, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und einen Daumen hoch da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht auch noch am Gewinnspiel teilnehmt, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, nächste Folge machen wir hier weiter. Bis dann.